Hallihallo und willkommen zur Firma Ultrament. Wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, bastel ich ganz gerne und habe heute eine schöne Idee. Meine Freundin Vanessa und ihr Freund Stefan, die werden bald heiraten. Und da habe ich mir überlegt, dass ich einfach total schöne Buchstaben nehme, die aushöhle und einfach mit Beton fülle. Um diese Buchstaben zu bearbeiten, brauchen wir vor allen Dingen ein Cuttermesser. Das haben wir hier, ganz normales Cuttermesser, hat vielleicht jeder zu Hause oder leiht man sich einfach mal beim Nachbarn. Wir haben Öl, wir haben natürlich Wasser, die Waage, ganz wichtig, Handschuhe, ne, Ladies und Gentlemen, den Ultrament Bastelbeton. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wie gewohnt, Handschuhe anziehen. Oder nein, das machen wir noch gar nicht. Wir höhlen jetzt einfach erstmal die Buchstaben aus. Legen wir uns hier hin und fangen an zu schneiden. Und zwar exakt an der Linie werden wir eine Seite oben komplett einritzen und die und das Ding hier raus machen. So, das S wäre geschafft. Wir überspringen das natürlich ein bisschen, sonst ist das echt zu langweilig. Ich fange jetzt mit dem V an und so sieht es dann am Ende aus. Und ja, jetzt fange ich mal mit dem nächsten Buchstaben an. So, es ist vollbracht. Wir haben beides wunderschön, vor allen Dingen wir, also ich habe das wunderschön ausgeschnitten. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch ans Einölen, ans Anmischen und dazu ziehen wir unsere Handschuhe an. So, jetzt werden wir alles schön anrühren und dazu brauchen wir natürlich unseren kleinen Eimer. Hiermit holen wir den Bastelbeton raus und unseren Rührstab. So, was habe ich gesagt? 2 Kilo Beton. Muss ich das mal anmachen hier. Auf Tara, ganz wichtig, damit der Eimer nicht mitgewogen wird. Jetzt kommen 2 Kilo Beton dazu. Nee, gar nicht wahr. Es kommt ja gar nicht erst der Beton dazu. Es kommt ja erstmal das Wasser dazu. Und da haben wir ausgerechnet, also ich habe das so ausgerechnet, dass das so 244 Milliliter sind. Gut, das stimmt schon mal. Und jetzt 2 Kilo von dem Beton. Wenn ihr ein bisschen mehr anrührt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich finde, man sollte sich immer vielleicht eine Form hinstellen, die man irgendwie noch basteln möchte, einölen und da kann man wirklich nochmal eine kleine Schmuckschale basteln oder irgendwas. Also ich finde es einfach total super, wenn man noch ein bisschen Beton über hat, sich vielleicht ein bisschen verschätzt hat, dass man einfach in der Lage ist, nochmal irgendwie eine ganz kleine Schale noch dazu zu machen. Worauf ich ja total abfahre, ist Betoneis. Betoneis sieht super aus, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall macht das super viel Spaß. Ich liebe Beton. Ist ein tolles Material und man kann das danach super bunt anmalen. Man kann es so lassen, wie es ist. Das ist richtig toll. Jetzt ist alles wunderschön verrührt und eine tolle homogene Masse ist entstanden. Und jetzt werden wir die Form einölen und dann werden wir das schön nach und nach einfüllen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass nichts daneben geht. Und wenn, ist es auch nicht schlimm.
Da muss nicht so wahnsinnig viel Öl dran. Das darf ja auch nicht so aufweichen, aber so ein bisschen halt. So. Das reicht in der Regel schon. So, und jetzt füllen wir es ein und dadurch, es ist ja nicht so eine große Öffnung, da müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, dass wir das ordentlich hier reinkriegen. Das geht aber ganz gut. Man kann auch zwischendurch mal absetzen. Ja, hört sich super an. Auf jeden Fall läuft es gut durch das S durch. Ja, perfekt. Wieder ein bisschen schütteln, damit eben die Luft rausgeht. Oder ihr könnt es auch lassen. Dann habt ihr ganz viele Einschlüsse und Luftblasen da drin. Das ist wirklich Geschmackssache. Jetzt kommt noch das V dran. Es löst sich einfach nachher besser und wenn ein bisschen Pappe dran hängen bleibt am Beton, einfach unter warmes Wasser im Waschbecken mit einem Schwämmchen die restliche Pappe abschrubbeln. So, und jetzt füllen wir den Rest hier rein. Auf jeden Fall ist das ein super Geschenk, kann man auch mit Buchstaben, kann man mit Zahlen machen zum Geburtstag. Ist super schnell gemacht, muss man ja wirklich sagen. Und ist einfach auch immer ein schönes Geschenk, ein ungewöhnliches. So, ich habe einfach viel zu gut gerechnet. Es ist tatsächlich so, bei mir bleibt nichts über, aber für den Fall, dass mal was überbleibt, kann man sich gibt es ganz preiswert für 1-2 Euro in irgendeinem preiswerten Laden einen Eisbereiter. Das ist so ein Plastikding, das ölt man natürlich auch aus. Man muss den Beton dort einfüllen und kann dann, wenn er so ein bisschen angezogen ist, nicht zu früh, kann man ein Eisstäbchen reinmachen und reindrücken. Entweder mit Tesafilm noch mal ein bisschen festhalten oder aber wenn es eben angezogen ist, hält das wirklich ganz gut drin, dann verrutscht das nicht und treibt eben auch nicht mehr auf. Und dann hat man am Ende sowas. Ich finde das total schön. Betoneis. Kann man als Deko irgendwo hinlegen, in die Küche, kann man verschenken, mitbringen als Gag. Ist immer eine schöne Sache, wenn man jetzt noch ein bisschen Beton über hat. So, nichtsdestotrotz, einmal rütteln, einmal schütteln. Und jetzt haben wir auch die Buchstaben fertig und ich freue mich, wenn wir sie nachher auspacken können. So, jetzt haben wir 3-4 Stunden gewartet. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal die tollen Buchstaben aus ihrer Verpackung befreien. Das kann man mit der Hand kann man ein bisschen ziehen. Man kann natürlich aber auch ein Cuttermesser dazu nehmen. Ich muss aber sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man mit dem Cuttermesser einritzt, nicht, dass man den Beton beschädigt. So, und da ziehen wir jetzt einfach wild den Karton vom Buchstaben runter. Ist ein bisschen frickelig, aber das Ergebnis ist wunderschön. Wenn jetzt noch ein bisschen Karton am Beton klebt, dann könnt ihr das super unter fließendem Wasser in der Spüle oder im Waschbecken, am besten in der Spüle, mit einem Schwämmchen abreiben und es geht hervorragend ab. Und dann sind die befreit. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Dazu gehe ich zum Waschbecken und zeige euch gleich das richtige Ergebnis.
So, jetzt haben wir hier alles nahezu entfernt von der Pappe und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Als Buchstütze oder einfach nur so als Deko auf dem Regal in der Küche oder wo auch immer kann man die jetzt hervorragend hinstellen. Es ist möglich, mit ganz normaler Farbe die jetzt noch ein bisschen zu verzieren, anzumalen und ja, ich hoffe, euch gefällt der Vorschlag und vielleicht bastelt ihr das nach. Ja, und ganz viel Spaß. Danke.